Unmöglich ist nur ein großes Wort, das von kleinen Menschen verwendet wird. Unmöglich ist kein Fakt, sondern eine Meinung. Die meisten Menschen hindern sich selbst am Erfolg durch die leichtfertige Verwendung des Wortes unmöglich. Jedes Vorhaben, das ihnen nicht sofort und von selbst in den Schoß fällt, wird als unmöglich abgestempelt. Denn es ist viel einfacher, in der Welt zu leben, in die man geboren wurde, als die Kraft zu entwickeln, seine Welt zu verändern. Nahezu alles ist möglich. Aber nur, wenn du daran glaubst. Wenn du jemand bist, der ständig sagt, nein, es ist nicht möglich, dann wird es genau so deine Realität werden. Wenn du glaubst, dass es Grenzen gibt in dem, was du erreichen kannst, basierend auf deinen Ausreden, deine eingeschränkten Möglichkeiten, wo du herkommst oder dass du zu wenig Geld hast, dann werden genau diese Grenzen zu deiner Realität. Und du wirst nichts außerhalb dieses limitierenden Mindsets erschaffen. Wenn du aber daran glaubst, wenn du jeden Tag weitermachst und dich immer weiter antreibst, dann wirst du auch irgendwann an dein Ziel kommen. Es führt gar kein Weg daran vorbei. Und das ist nicht irgendein spiritueller Mist, sondern einfach Fakt. Ich meine nicht, dass du nur davon laberst. Ich meine nicht, dass du es dir ganz doll wünschst und das Universum liefert dir dann alles von alleine vor die Tür. Sondern ich meine, wenn du an deinen Zielen arbeitest, wenn du handelst und dich weiterentwickelst, dann wirst du dich immer mehr zu einer außergewöhnlichen Person entwickeln. Und dann wirst du auch außergewöhnliche Resultate erzielen. Glaube ist für mich nichts Spirituelles, wie der Glaube an eine höhere Macht, sondern das Vertrauen in dich selbst. Das Vertrauen, dass du zu einer Person werden kannst, die Großartiges erreichen kann. Das Vertrauen, dass du immer einen Weg findest, auch wenn du gerade nicht weiter weißt. Das Vertrauen, dass du dich immer weiter auf dein Ziel zubewegen wirst, auch wenn du die Ziellinie noch nicht sehen kannst. Du siehst erst, zu was du fähig bist, wenn du es versuchst und dir dadurch die Chance gibst, es auch tatsächlich zu erreichen. Erfolgreich werden nur die Menschen, die erfolgsorientiert sind. Wer ständig alles als unmöglich oder nicht machbar bezeichnet, wird im Leben auch kaum etwas anderes außer Fehlschläge erfahren. Deine Gedanken erschaffen deine Realität. Ein negatives Mindset wird dir niemals ein positives Leben erschaffen. Du kannst im Leben nicht gewinnen, wenn du in deinen Gedanken verlierst. Erfolg ist nur eine Entscheidung. Entscheide dich, jeden Tag nur 1% besser zu werden. Und schon nach kurzer Zeit werden Dinge möglich, die dir zuvor unmöglich erschienen sind. Du machst das Unmögliche möglich, wenn du da weitermachst, wo andere aufgeben. Es ist vollkommen unwichtig, wie oft du scheiterst. Als du als Kind gehen gelernt hast, bist du auch hunderte Male hingefallen. Aber du hast nie gesagt, vielleicht ist das ja nichts für mich. Du hast immer weitergemacht und irgendwann hast du es gemeistert. Alles, was du brauchst, um erfolgreich zu werden, hast du bereits in dir. Hör auf, dich auf deine Ergebnisse zu reduzieren, die du gerade produzierst. Du bist intelligent genug. Deine Voraussetzungen sind gut genug. Du bist gut genug. Es ist vollkommen egal, wer du gerade bist und wo du stehst. Es zählt nur, wer du sein willst und was du dafür tust, um diese Person zu werden. Dein Leben wird sich verändern, sobald du eine Tatsache begreifst. Nämlich, dass die Menschen, die Unglaubliches und Unmögliches erreicht haben, kein bisschen schlauer waren als du. So viele Menschen kamen aus dem Nichts und sind aufgestiegen an die Spitze. Wenn du bereit bist, zu entscheiden, was du willst und daran glaubst, dass es möglich ist, deine Zukunft in deinen Gedanken schon siehst, die Gefühle fühlst, die du fühlen wirst und dann ins Handeln kommst und richtig intensiv daran arbeitest, dann kannst du alles haben und alles erreichen. Mach immer weiter, bis du für alles eine Lösung gefunden hast. Zeit spielt dabei überhaupt keine Rolle. Glaube ist der Motor, der dich antreibt, wenn einfach nichts zu funktionieren scheint. Glaube wird deine gefühlten Grenzen sprengen und das Unmögliche für dich möglich machen. Aber es ist eine Sache, daran zu glauben, dass alles möglich ist. Aber eine ganz andere, etwas Unglaubliches zu erreichen. Leg los und mach dir einen Plan.
Wenn du Niederlagen und Rückschläge erleidest, mach weiter und lern die Lektion. Denn jeder, der nach etwas Großem strebt, wird Rückschläge erleiden. Es gibt kaum erfolgreiche Menschen mit einer leichten Vergangenheit. Sag nie wieder zu dir selbst, dass du nicht das hast, was notwendig ist, um erfolgreich zu werden. Du wurdest geboren mit grenzenlosen Möglichkeiten. Entscheide dich für deine Träume und Ziele. Sprenge deine mentalen Grenzen und werde zu der Person, die du schon immer sein wolltest. Wachse jeden Tag. Werde jeden Tag besser und entwickle dich weiter. Arbeite jeden Tag daran, eine großartige Persönlichkeit zu werden. Und dann wirst du das Unmögliche möglich machen. Denn alles ist möglich. Wenn du jetzt gut zuhörst und dann ins Handeln kommst, dann kann ich dir dabei helfen, deine Zukunft zu verändern. Dein Erfolg beginnt im Kopf. Dein Traumleben entsteht zuerst in deinen Gedanken, denn deine Gedanken erschaffen deine Realität. Dein Potenzial und deine Möglichkeiten sind grenzenlos. Und ich weiß, manche von euch denken sich gerade, das ist Bullshit. Und ich verstehe den Gedanken, denn ich habe mich früher auch immer auf die Einschränkungen und Grenzen fokussiert. Und ja, es stimmt, es gibt Dinge, die unmöglich sind. Wenn du dich aber permanent auf diese Kleinigkeiten fokussierst, dann wirst du nie das notwendige Momentum generieren, um tatsächlich etwas in deinem Leben zu erreichen. Wenn du permanent für deine Einschränkungen und Grenzen argumentierst, dann werden sie auch zu deiner Realität und du wirst dich nicht vom Fleck bewegen. Wir alle denken mal negativen Mist, denn jeder von uns hat Schwierigkeiten im Leben. Man macht sich diese Gedanken, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Aber die Wahrheit ist, dass du dir dadurch genau diese Dinge in dein Leben ziehst. Und dadurch wirst du genau dort landen, wovor du Angst hast. Wenn du aber beginnst, dich auf die Chancen und Möglichkeiten zu fokussieren, wenn du beginnst, dich auf deine Fähigkeiten zu fokussieren und sie weiterentwickelst, dann kannst du alles haben und alles erreichen. Erfolg ist einfach nur eine Einstellung. Eine Einstellung, die jedoch nur sehr wenige und außergewöhnliche Menschen besitzen. Entscheide dich für das Leben deiner Träume. Entscheide dich, zu lernen, was notwendig ist und alles zu geben, um an deinen Zielen anzukommen. Wenn du diese Entscheidung triffst, nicht es zu versuchen, sondern es durchzuziehen, und wenn du dich deinem Traum verpflichtest, dann wirst du Dinge erreichen, die du davor für unmöglich gehalten hast. Du wirst dadurch dein volles Potenzial entfalten und ein Leben jenseits aller Grenzen leben. Du bekommst immer das, worauf du dich fokussierst. Fokussiere dich also auf die Dinge, die du willst, anstatt darauf, was du nicht willst. Halte dir jeden Tag dein Ziel vor Augen und vor allem die Person, die du dafür werden musst, die Fähigkeiten, die du dafür erlernen wirst und die Potenziale, die du hast. Du musst natürlich nicht permanent deine Gedanken kontrollieren, denn der Großteil unserer Gedanken ist repetitiv. Gedankenketten, die sich immer wieder und wieder wiederholen. Wenn du also beginnst, jeden Tag nur 5 Minuten bewusst positive Gedanken zu denken, Gedanken an deine Zukunft, an deinen Traum, an die Person, die du werden willst und wie du dich verhalten willst, dann wird dein Hirn diese Gedanken multiplizieren und du wirst automatisch deine negativen Gedanken durch positive ersetzen. Und dann wirst du dich Schritt für Schritt auch dementsprechend verhalten. Du musst es in deinen Gedanken sehen, bevor du es in der Realität sehen kannst. Wenn du es klar sehen kannst und bereit bist, dafür zu arbeiten, dann kannst du alles erreichen. Es ist die Geschichte von deinem Leben, die du in deinen Gedanken erschaffst und dann durch deine Handlungen niederschreibst. Erschaffe dein Traumleben zuerst in deinen Gedanken und dein Körper wird dir folgen. Es ist vollkommen egal, was sich dir in den Weg stellt, wenn du dich bereits für ein außergewöhnliches Leben entschieden hast. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Umstände keine Rolle spielen. Aber es ist deine Entscheidung, ob du weitermachst. Es ist deine Entscheidung, ob du Ausreden suchst oder ob du noch mehr Gas gibst. Es ist deine Entscheidung, ob du Niederlagen akzeptierst, daraus lernst und besser wirst, oder ob du sie als Grund siehst, um aufzugeben. Rückschläge sind notwendige Bausteine auf deinem Weg zum Erfolg, die deinen Charakter formen und dich erfolgreich machen. Rückschläge, so unangenehm sie auch sein mögen, sind absolut notwendig auf dem Weg zu deinem Traumleben. Denn es sind die schwierigen Phasen im Leben, in denen wir am meisten lernen und uns am meisten weiterentwickeln. Mach dir jeden Tag bewusst, es gibt nichts auf diesem Planeten, das dich bezwingen wird. Dein Geist ist stark. Du wirst niemals zerbrechen.
Du wirst niemals deine Ziele aus den Augen verlieren und du wirst niemals aufgeben. Du schuldest es dir selbst, ein großartiges Leben zu führen. Sei ein Vorbild für andere Menschen und zeige ihnen, was möglich ist. Sei ein Beispiel dafür, wie ein großartiges Leben aussehen kann. Entscheide dich, es reicht. Entscheide dich, keine Ausreden mehr. Entscheide dich, du wirst nie wieder aufgeben. Du wirst arbeiten, du wirst lernen, du wirst dich weiterentwickeln. Das zu tun, was die meisten machen, wird nur dazu führen, dass du auch das bekommst, was die meisten haben. Entscheide dich für dein Traumleben. Erschaffe es in deinen Gedanken und arbeite es in deine Realität. Bist du bereit, die Person zu werden, die sich Erfolg verdient? Bist du bereit, die Arbeit reinzustecken, um genau so zu werden? Bist du bereit, jetzt zu kämpfen, um später alles zu haben, was du willst? Du wirst an dein Ziel kommen, daran besteht kein Zweifel. Du wirst es schaffen. Egal wie oft du niedergeschlagen, besiegt oder lächerlich gemacht wirst. Fokussiere dich auf deine Ziele und Träume. Erschaffe dir das Bild von deiner Vision in deinen Gedanken, von der Person, die du werden willst. Und egal wie dunkel der Weg und egal wie anstrengend, du wirst weiterkämpfen, du wirst dich weiterentwickeln, du wirst dich anpassen. Und dann wirst du gewinnen und das Leben deiner Träume wird zu deiner Realität. Das Einzige, was zwischen dir und deinem Traum steht, sind deine Bullshit-Ausreden. Es wird sich in deinem Leben nichts ändern, solange du dich nicht veränderst. Es wird sich nichts verbessern, solange du dich nicht verbesserst. Wir alle haben mal gute und mal weniger gute Umstände. Aber es ist deine Verantwortung, das Beste daraus zu machen. Wenn du darauf wartest, dass sich die Wirtschaft verändert, dass sich deine Beziehung verändert, dass sich deine Umstände verändern. Wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, dann wird sich nichts ändern. Du bist zu 100% für dein Leben verantwortlich. Nicht die Wirtschaft, nicht die Politik, nicht die Produkte, nicht dein Team, nicht dein Partner und auch nicht deine Vorgesetzten. Du bist für dein Leben verantwortlich. Es kommt nicht auf die Umstände an, sondern darauf, was wir daraus machen. Das Leben ist zu 10%, was dir passiert und zu 90%, wie du darauf reagierst. Fang an zu handeln, anstatt zu jammern. Die wenigsten Menschen haben ein Problem damit, die Verantwortung für Erfolge zu übernehmen. Nur wenn etwas schief geht, dann sind plötzlich die Umstände schuld. Das Leben ist nicht immer leicht. Ist es nicht. Also versuch es auch nicht so zu sehen. Das Leben ist auch nicht fair. War es nie und wird es nicht sein. Aber egal wie viele Ausreden du hast, egal wie viele Gründe dir einfallen und egal wie nachvollziehbar sie sind, sie werden dich keinen Schritt weiterbringen. Keinen einzigen Millimeter. Also hör auf, Ausreden zu suchen. Hör auf, dich zu beschweren. Denn es hört sowieso niemand zu. Die Leute tun vielleicht so, aber in Wahrheit ist es ihnen egal. Und irgendwann kannst du deine eigenen Ausreden nicht mehr hören. Erst wenn du die Verantwortung für dein Scheitern übernimmst, liegt es in deiner Macht, es beim nächsten Mal besser zu machen. Wenn du die Umstände oder andere Menschen beschuldigst, legst du den Grundstein für erneutes Scheitern. Die Erfolge, für die wir am härtesten kämpfen müssen, sind am Ende die Erfolge, über die wir uns am meisten freuen können. Wir sehen jeden Tag Menschen aus dem Nichts emporsteigen. Menschen, die unter den beschissensten Umständen starten und am Ende unglaubliche Erfolge erzielen. Sie schaffen das, weil sie eines Tages aufgewacht sind und entschieden haben, dass sie sich nicht mehr so fühlen wollen. Also haben sie sich verändert. Wann ist der Tag, an dem du entscheidest, dich zu verändern? Du bist bereits durch den Schmerz gegangen, also jetzt hol dir die Belohnung dafür. Ich garantiere dir, was auch immer du verfolgst, es wird jemanden geben, der es mit den gleichen Voraussetzungen geschafft hat. Und wenn es vor dir jemand geschafft hat, dann kannst du das auch. Beginne deine Reise und beweg dich immer weiter auf dein Ziel zu. Renne, wenn du kannst, gehe, wenn du musst, krieche, wenn es notwendig ist, aber beweg dich immer weiter. Und wenn es keinen Weg gibt, erschaffe einen. Wenn du Veränderung willst, musst du dich verändern.
Nur du kannst entscheiden, was dein Leben wert ist. Wenn du so wie die meisten Menschen bist, wählst du den einfachen Weg und kommst nicht ins Handeln. Und dann gibst du den Umständen die Schuld dafür. Aber du bist nicht wie die meisten. Entscheide dich, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Jetzt sofort. Unabhängig wie schwer es ist und unabhängig wie wenig Zeit du hast, stell dir immer die Frage, bin ich zu mehr imstande? Zeit ist nur eine Frage der Priorität. Du hast ausnahmslos immer Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind. Keine Zeit heißt, es ist dir nicht wichtig. Keine Zeit heißt, etwas anderes ist mir wichtiger. Keine Zeit heißt, der Fernseher ist mir wichtiger als ein schöner Körper. Keine Zeit heißt, Facebook ist mir wichtiger als echte soziale Kontakte. Keine Zeit heißt, Schlaf ist mir wichtiger als ein Job, der mich glücklich macht. Frage dich, was kann ich besser machen? Was kann ich tun, um sicherzustellen, dass ich jeden Tag das Maximum raushole? Bist du zu mehr imstande? Wirst du herausfinden, wie du noch mehr herausholen kannst? Wirst du alles geben, was du hast? Es ist egal, was um dich herum passiert. Es gibt nur eine Person, die darüber entscheidet, was mit dir passiert. Und das bist du. Du entscheidest, wie du auf die Umstände reagierst. Du entscheidest, wie du auf andere Menschen reagierst. Und deshalb hast du die Kontrolle über deine Gefühle, deine Gedanken und dein Leben. Akzeptiere die Umstände und werde trotzdem erfolgreich. Dein Leben wird besser, denn du wirst besser. Dein Leben wird sich verändern, denn du wirst dich verändern. Übernimm die Verantwortung für dein Leben und mach daraus das Leben deiner Träume. Heutzutage nennt sich jeder Unternehmer, Hustler, Gewinner und alle sind im Beast Mode. Aber wenn es mal wirklich tough wird, dann ziehen die meisten den Schwanz ein. Viele Menschen haben heute große Vorbilder. Sie lesen Bücher von den besten Coaches und den erfolgreichsten Menschen der Welt. Aber viele bekommen trotzdem nur sehr kleine oder gar keine Ergebnisse. Aber andere Menschen erzielen mit den gleichen Informationen lebensverändernde Ergebnisse. Was ist der Grund dafür? Im Endeffekt zählt nicht, was du weißt, sondern nur, wie gut du bist. Sich Gewinner zu nennen, macht einen noch lang nicht erfolgreich. Ein Gewinner findet Lösungen, wenn es unmöglich erscheint. Er hat Spaß daran zu arbeiten, während die anderen feiern. Ein Gewinner handelt, während die anderen zögern. Es kommt also nicht darauf an, was du liest, sondern darauf, was du tust, nachdem du das Buch weggelegt hast. Es geht darum, was du tust, wenn niemand zusieht, denn nur da zählt es wirklich. Es geht darum, was passiert, wenn du gerade keinen Bock hast. Machst du trotzdem weiter? Es geht darum, was du tust, wenn es aussichtslos erscheint. Gibst du auf oder findest du eine Lösung? Das ist es, was einen Gewinner ausmacht. Gewinner denken dann groß, wenn es andere nicht tun. Gewinner bringen Opfer, wenn andere nicht dazu bereit sind. Gewinner geben immer 110%. Um 110% zu verstehen, musst du erkennen, dass dein Bestes nicht genug ist. 110% bedeutet, noch weiterzumachen, wenn du bereits an deiner Grenze bist und wenn dein Kopf schreit, ich kann nicht mehr. Denn unser Potenzial ist häufig viel größer, als wir vermuten. Das, was wir für unsere 100% halten, sind häufig nur 70% unseres Potenzials. Akzeptiere deshalb keine mentalen Grenzen. Mach auch dann weiter, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Es gibt die Menschen, die bereit sind, immer 110% zu geben. Das sind die Menschen, die auf ihrem Gebiet zu den Besten werden. Und diese Menschen bekommen dann auch ein außergewöhnliches Leben. Das sind die echten Gewinner im Leben. Denn in den letzten 10% der Anstrengung liegen nicht nur 10% mehr Belohnung. In diesen 10% liegt ein Vielfaches mehr an Ergebnissen. Um wirklich zu erfahren, wie gut du sein kannst, musst du bereit sein, 110% zu geben. Diese 10% können den Unterschied machen zwischen Wachstum und Rückschritt, zwischen Reichtum und Armut. Versuch es nur für ein paar Monate. Steck 3 Monate alles rein, was du hast. Arbeite einmal 3 Monate lang doppelt so viel als sonst.
Du wirst nicht nur doppelt so viele Ergebnisse erzielen, sondern das Fünffache, Zehnfache, vielleicht sogar das Hundertfache. Diese 3 Monate können dein gesamtes Leben verändern. Aber warum geben dann die meisten Menschen nur 50-80% ihres Leistungsvermögens und andere 110%? Diejenigen, die 110% geben, haben erkannt, dass der Erfolg nahezu ausschließlich von den letzten 10% kommt. Die ersten 90% schaffen auch die meisten. Aber in den letzten 10% liegt nicht nur das Wachstum, sondern auch der größte Schmerz. Und ab da trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn die einen können nur den Schmerz sehen, während die anderen wissen, dass in den letzten 10% der Erfolg liegt. Und dass der Schmerz, die Ziele nicht zu erreichen, viel größer ist als der der letzten 10%. Die Person an der Spitze ist dort nicht hingefallen. Die Versuchung ist natürlich groß, den Erfolg von anderen auf Glück, Talent oder günstige Umstände zu reduzieren. Aber in Wahrheit haben diese Menschen einfach härter gearbeitet. Sie waren bereit, 110% zu geben und haben sich den Erfolg verdient, den sich andere noch nicht verdient haben. Das ist allerdings auch der einzige Unterschied zu den Gewinnern an der Spitze. Das ist das Faszinierende am Menschen. Es ist egal, wie schlecht du heute bist. Es ist egal, wo du startest. Es zählt nur, wo du hin willst und was für einen Preis du bereit bist zu zahlen. Und wenn du für dich entscheidest, dass du bereit bist, den Preis zu zahlen und es auch durch deinen Arbeitseinsatz beweist, dann kannst du ein wahrlich grenzenloses Leben leben. Im Endeffekt geht es nur darum, eine außergewöhnliche Performance abzuliefern. Wenn du etwas Großartiges erreichen willst und wenn du willst, dass man sich an dich erinnert, dann musst du dich darauf fokussieren, neue Fähigkeiten zu erlernen. Erschaffe ein Mindset, das bereit ist, für deine Ziele zu arbeiten. Lerne dein Wissen in die Praxis umzusetzen. Denn Wissen ist absolut wertlos, wenn du es nicht anwendest. Es zählt nur, was du nach dem Lernen machst. Lässt du dich nur berieseln und inspirieren? Oder bist du bereit, auch hinter verschlossenen Türen zu arbeiten? Dein Erfolg wird bestimmt von dem, was du tust, wenn niemand zusieht. Durch die Arbeit, die du reinsteckst, wenn du müde bist. Durch die Arbeit, die du reinsteckst, wenn du gerade keinen Bock hast. Durch den Einsatz, den du bringst, wenn du eigentlich nicht mehr kannst. Dann wirst du zu einem echten Gewinner. Einen Gewinner im Leben. Ein Mensch, zu dem andere Menschen aufschauen. Ein Mensch, der alles erreichen kann. Und dann wird dein Leben grenzenlos. Du wirst das Leben leben, das du schon immer wolltest. Und deine Träume werden zur Realität. Aber das passiert nur, wenn du bereit bist, auch das zu tun, was notwendig ist. Also gib Gas und beweis dir selbst, dass du ein Gewinner bist. Wenn du lernen willst, wie du richtig in die Gänge kommst und wie du immer das tust, was du dir vornimmst, dann hol dir jetzt mein kostenloses Erfolgssystem, in dem ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du positive Gewohnheiten aufbaust und damit doppelt so schnell Ergebnisse erzielst. Klick jetzt auf die Infocard oder in die Videobeschreibung und hol dir den kostenlosen Kurs.